Vom 6. bis zum 7.12.2019 fand der von der Radioredaktion 17 Grad im Münchner DGB-Haus veranstaltete Kongress mit dem Titel Stolz und Vorurteil statt. Dabei widmete man sich vornehmlich einer Kritik linker Identity Politics. Auf diesem Kongress sprachen unter anderem die beiden Publizisten Lothar Gallo-Bergemann und Ernst Lohhoff. Deren gemeinsamer Vortrag hatte die Wiederentdeckung der Arbeiterklasse als einem Ausdruck linksidentitärer Sehnsucht zum Thema. In diesem Zusammenhang entstand das folgende Gespräch. Also das eigentliche Thema ist ja sozusagen die Identitätspolitik der Linken und ihre Irrtümer, ihre Irrläufer sozusagen. Und wie man sozusagen das korrigieren könnte oder sollte oder wie man das analysieren sollte. Also gerade von dem Spannungsfeld der Klasse. Also das, was auch, das Spiel ist so ein bisschen... Also was ist sozusagen die Grundlinie hinter der Idee, über die ihr heute sprechen möchtet? Also die Grundlinie ist, dass wir zwei Beobachtungen machen. Und bei der einen Beobachtung sind wir sicher mit Abstand nicht die einzigen. Das ist die, dass große Teile der Linken leider in den letzten Jahren die soziale Frage sträflich vernachlässigt haben, bis sie ganz aus dem Blickfeld geraten sind und sie deswegen Liberalen und Rechten Terrain überlassen haben. Mhm. Das ist die eine Beobachtung, das sind dann sicher nicht die einzigen, die die Beobachtung, diese kritische Beobachtung machen. Die andere Beobachtung ist die, dass es aus unserer Sicht in zunächst mal durchaus berechtigter und nachvollziehbarer Reaktion auf diese Entwicklung ist unter nicht wenigen Linken seit kurzem, seit einiger Zeit, eine Rückbesinnung auf die Klasse, auf frühere Klassenkämpfe gibt und ein, hineininterpretieren in die Arbeiterklasse, was einfach keinen Boden hat. Also letztendlich die Vorstellung, die Arbeiterklasse könne tatsächlich Subjekt, revolutionäres Subjekt einer antikapitalistischen Umwälzung werden. Das erscheint nach unserer Wahrnehmung wieder neuer im linken Diskurs. Wie gesagt, die Hinwendung zur sozialen Frage ist ehrenhaft, ist auch notwendig, aber wir glauben eben, dass dass dieser Rekurs eigentlich im Wesentlichen nostalgisch ist und nicht wirklich antikapitalistische Kämpfe voranbringen kann. Das wäre so der Kern. Ja, wobei der Klassenbegriff ist jetzt ein Begriff, den wir nicht einfach ablehnen würden, sondern der hat zwei Bedeutungsgehalte und die gehen aber in der Debatte natürlich durcheinander. Es gibt, wenn man von der Marx'schen Theorie ausgeht, eben zwei Ebenen. Das ist eine emanzipationstheoretische Ebene, die Arbeiterklasse als der große Gegenspieler der Bourgeoisie, als der Träger der Emanzipation. Also da haben wir den Klassenbegriff ich nenne es emphatisch, aufgewertet. Und dann gibt es noch einen Klassenbegriff in der Kritik der politischen Ökonomie. Da ist die Klasse eigentlich eine nachgeordnete Kategorie. Klassen sind Personifikationen ökonomischer Kategorien. Ganz simpel, also die in der kapitalistischen Kapitalistenklasse personifiziert sich das Interesse aus Geld mehr Geld zu machen, in der Klasse der Grundrentner eben aus der Naturressource Grund und Boden möglichst viel rauszuholen, und die Arbeiterklasse ist in diesem Sinne eher als politökonomische Kategorie genommen, eben auch was relativ Banales und Immanentes, nämlich die wahre Arbeitskraft zu günstigen Konditionen zu verkaufen. Und in diesem Sinn ist die Klasse eigentlich eine rein immanente kapitalismusanalytische Kategorie und hat erstmal noch nichts über die Verhältnisse hinaustreibendes. Und bei Marx ist das... sind diese beiden Seiten miteinander verklammert. Er sagt, die Arbeiterklasse ist die Klasse, die gleichzeitig innerhalb und außerhalb dieser Gesellschaft liegt.
innerhalb, weil sie eben diese wahre Arbeitskraft repräsentiert, die Grundlage der kapitalistischen Reichtumsproduktion. Außerhalb, weil sie an den Segnungen der kapitalistischen Gesellschaft nicht teilhat, weil sie ausgeschlossen ist. Und da fängt eben unsere Kritik an. Marx hat es noch so verklammert, diese Verklammerung halten wir für nicht haltbar, erklärbar aus dem 19. Jahrhundert, aus der Situation, wo eben die Arbeiterklasse noch tatsächlich einfach ausgeschlossen war. Und heute haben wir eine Situation, beziehungsweise schon das ganze 20. Jahrhundert, wo die Emanzipation der Arbeiterklasse sehr wohl stattgefunden hat, aber eben nicht, wie in der Marx'schen Theorie unterstellt, als Emanzipation vom Kapital, sondern innerhalb des kapitalistischen Rahmens. Und deswegen ist unser Ausgang, man muss sich unter den heutigen Bedingungen entscheiden, welchen Klassenbegriff man eigentlich verwendet. Die kriegst du nicht mehr zusammen, sondern nimmst den analytischen der Kritik der politischen Ökonomie. Dann muss man die Frage der Emanzipation anders denken. Dann ist nicht die Klasse per se das Gegengewicht zum Kapital und die Kraft, die die Verhältnisse in die Luft jagt. Oder man hält eben an diesem emphatischen Klassenbegriff fest und dann rutscht ein, dann zerfällt eigentlich der analytische, ob man das will oder nicht. Also das würde ich auch an einem Punkt festmachen, weil du am Anfang gemeint hast, Arbeiterklasse nicht das revolutionäre Subjekt. In den meisten Publikationen, die jetzt so diese neue Klassenpolitik ausmachen, da wird hier gar nicht mal die Arbeiterklasse in ihrer alten Form fokussiert oder ins Zentrum gerückt, sondern der Klassenbegriff wird sehr diffus. Genau. Also du hast da auch eben Versuche berechtigt natürlich, Adelskämpfe aufzugreifen, Geschlechterverhältnis, was weiß ich, identitätspolitische Momente. Und dann hast du Publikationen, da ist dann die Rede von feministischer Klassenpolitik oder von queerer Klassenpolitik oder von ökologischer. Und das ist eigentlich ein Indiz dafür, dass irgendwas nicht stimmen kann. Also es ist, und zwar schon auf der Theorieebene nicht stimmen kann. Also einmal ist es, denke ich, empirisch, also wirklich zur Genüge belegt, jetzt in 150 Jahren, dass es einfach nicht funktioniert mit der mit der Arbeiterklasse als der Überwinterin des Kapitalismus. Und zweitens, ich haue es aber schon theoretisch auch nicht hin, weil wie gesagt, es ist eigentlich die Arbeitskraftverkäufer, das Interesse der ArbeitskraftverkäuferInnen oder besser gesagt, der möchte gern ArbeitskraftverkäuferInnen, ist ein rein immanentes. Das ist gebunden an funktionierende Marktmechanismen, an eine funktionierende Kapitalverwertung ist immanent. Und es haben alle möglichen auch Prozesse stattgefunden, jetzt gerade in den allerjüngsten Jahrzehnten. Es sind ganz neue Fragen aufgetaucht, die in der alten Arbeiterbewegungsfrage so nicht aufgegangen sind und auch gar nicht aufgehen könnte. Also der Feminismus, die Ökologie, Rassismus, Sexismus, diese ganzen Themen, die gehen nicht auf. Und nun, das erkennen ja auch also die Freunde, die jetzt die Freunde einer neuen Klassenpolitik, die erkennen das ja auch und dann fangen sie an, Arbeiterklasse zu alles Mögliche in die Arbeiterklasse hinein zu differenzieren. Wo dann tatsächlich welche von queerer Klassenpolitik reden, da ist erkannt, dass das ein großes Thema ist, aber wie bitteschön sollte man queer unterbringen im Interesse von möchtegern Arbeitskraftverkäuferinnen. Und was auch noch völlig unberücksichtigt ist dann, ist diese unheimliche Ausdifferenzierung innerhalb der Arbeiterklasse selbst, also innerhalb derer, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen oder verkaufen wollen. Es gibt halt einen enormen Unterschied zwischen dem Daimler-Arbeiter, der im Tarifvertrag gesichert ist, schon hin zu dem Leiharbeiter im gleichen Betrieb, aber gar zum chinesischen Wanderarbeiter. Also die treten halt, also das sind halt letztendlich Konkurrenten auf dem Weltmarkt und jeder muss sehen,
wo er bleibt letztendlich. Und die Vorstellung, dass es eine Solidarität der Arbeiterklasse, gar eine internationale Solidarität all derer, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, gäbe, ist einfach auf Sand gebaut. Im Gegenteil, sie konkurrieren untereinander. Wobei empirisch natürlich in diversen Veröffentlichung, dem auch Rechnung getragen wird. Mhm. Also ja. Die Binnendifferenzen in der Arbeiterklasse ja. Natürlich Thema sind, so blöd ist natürlich. Müssen ja Thema sein, ja klar. Nur wird trotzdem, das steckt in dem emphatischen Klassenbegriff eben drin, angenommen, dass es eigentlich was Sekundäres ist. Und wenn die Leute nur also auf ihr wahres Interesse gehen würden, ja. Ihr wahres Klasseninteresse, dann sie erkennen es nicht, sie erkennen es. Ja, und das halten wir eben für unzulänglich, sondern um es paradox zu formulieren, das gemeinsame Interesse wäre das, was die Klasse spaltet. Also ja. Eben die Konkurrenz setzt ja unter den Arbeitern auch schon ein identisches Interesse voraus, nämlich das Interesse, eben die eigene Arbeitskraft loszuwerden. Und Interessenidentität heißt nicht immer, dass es ein fusionierendes, ein gemeinschaftliches Interesse gibt. Das ist ein schönes Beispiel. Hatte ich ja. Wo genauso wenig wie bei einem Autorennen hat auch jeder Autofahrer oder Rennfahrer das Interesse als erster die Ziellinie zu überqueren. Das schafft aber keine Solidarität zwischen den Rennfahrern, sondern die Voraussetzung ist, dass es kein anderer schafft, ist, dass wenn ich, ja, genau. Ich kann nur gewinnen, indem andere eben verlieren. Und in die Konstellation sind wir eben auch reingeraten. In einer Gesellschaft, wo eben die Arbeit auch eine andere Stellung hat als im 19. Jahrhundert. Eine Frage wäre ja, wie es überhaupt dazu zustande kommt, dass die Menschen so ich sage mal, unbewusst gegenüber ihrer Lage in der Gesellschaft sind. Also warum haben sie diese Sehnsüchte in einer verkehrten Art und Weise? Also kann man das irgendwie erläutern? Hat das was mit dem Arbeitsfetischismus zu tun oder mit gesellschaftlich Unbewussten generell? Ja, also zunächst mal ist es der Warenfetisch, also die fetischistisch verfasste Gesellschaft, in der verdinglichte Verhältnisse eben als natürlich erscheinen, als zweite Natur. Man kann, oder einfacher gesagt, man kann sich halt überhaupt nicht vorstellen, dass die Welt jemals anders organisiert sein könnte, als wir müssen alle arbeiten gehen, um Geld zu verdienen, damit wir leben können. Das ist ja, jeder, der was anderes behauptet, der klingt ja irgendwie absurd, weil es widerspricht jeder Lebenserfahrung. Es widerspricht, man muss als Kind schon lernen, mit Geld umzugehen, das kannst du nicht bestehen. Da ist er erstmal so. Und es wird als Natur empfunden. Wie soll die Welt denn anders eingerichtet sein? Obwohl es natürlich weder jemals Natur war noch ist, aber es wird erstmal, das ist der Fetisch. Erstmal, der uns beherrscht. Und der Fetisch ist mehr als Ideologie. Wir sind ja da, auch wenn man durchschaut, was der Warenfetisch ist, ist man trotzdem noch Insasse der Warenproduzierenden Gesellschaft, muss sehen, wie man zu Geld kommt. Das ist ja was anderes als eine Ideologie, von der man sich auch befreien kann. Weil das ist wahrscheinlich erstmal das Grundproblem überhaupt, ne? Der Fetischismus, der Warengesellschaft. Ja, kann man natürlich auch aktuell auf die aktuelle Situation runterbrechen, oder historische Situation vielmehr, dass eben die Vorstellung, man könnte sich vom Kapital emanzipieren, einfach weg ist. Es ist immer schon vorausgesetzt, jede Lösung muss eine marktwirtschaftliche Lösung sein, jede Lösung muss innerhalb der Arbeitsgesellschaft auch funktionieren. Denke nur an die Öko-Debatte, wo sofort das Denkverbot anfängt, wenn es darum geht, eben nicht irgendwie die Warenberge anders zu produzieren. Das ist zulässig, über neue Technologien nachzudenken. Aber die wesentlich naheliegendere Frage zu stellen, muss man überhaupt so hohe Warenberge errichten? Oder kann man eben mit dem gesellschaftlichen Reichtum auch anders organisieren? Die kommt überhaupt nicht. Zumindest nicht im offiziellen Diskurs oder dann nur als diffuse Konsumkritik, aber nicht als gesellschaftliche Zielbestimmung.
Und da ist es natürlich dann logisch, sich innerhalb dieser Vorgabe zu bewegen. Mein Verschärfen kommt natürlich hinzu, jetzt rein historisch, dass dieses Ende des sogenannten real existierenden Sozialismus natürlich nach wie vor bleiern über der Debatte nach Alternativen liegt. Es ist nicht mehr so schlimm wie in den 90er Jahren, da konntest du überhaupt nicht mehr reden, aber auch heute ist natürlich sofort die Frage, wenn du Marktwirtschaft kritisierst, ja, willst du die DDR wieder? Also das wirkt ja nach wie vor. Das ist ein weiterer Faktor, der es jetzt nochmal verkompliziert. Gleichzeitig nehme ich aber wahr, doch die verstärkt die letzten 10 Jahre doch wahr, dass das einen tendenziell wachsenden Teil von Menschen nicht mehr davon abhält, sich Gedanken zu machen über Alternativen und zu erkennen, dass es so, wie es ist, eigentlich nicht weitergehen kann. Und dass zwar dieses sowjetische Imperium, gut, das ist weg, das war keine Alternative, aber dass die Jubelgesänge der 90er Jahre, von wegen jetzt bricht das Reich der Freiheit an und Demokratie forever und blühende Landschaft, die haben sich doch bis auf die Knochen blamiert. Und ich sehe auf jeden Fall eine größere Offenheit in den letzten Jahren heranwachsen, so die Frage, gibt es denn wirklich Alternativen, können wir darüber diskutieren. Nicht wenige Menschen machen sich darum Gedanken. Und das wäre ein Punkt, der auch ein bisschen Hoffnung macht. Das ist sicher so. Ich schütte trotzdem noch mal einen Tropfen Wermut in den Wein oder wie auch immer. Ja, ja. Also ein Grundproblem, was ich auch sehe, ist eben Wirkung des, von neoliberaler Gestaltung, dass der halt eine extreme Individualisierung hast und die Möglichkeit kollektiven Handelns eigentlich aus der Alltagserfahrung auch entschwunden ist. Aus der Alltagserfahrung entschwunden ist. Ja. Also du kämpfst halt als Einzelkämpfer um dein Überleben, das ist eine Veränderung gegenüber anderen historischen Situationen, was weiß ich, in den 70er Jahren, wo es eben noch Gewerkschaften gab. Hier gibt es immer noch, wir sind hier im Gewerkschaftshaus. Aber klar, nicht mehr mit dem Gewicht. Also als Intermediärgewalten zwischen mir und dem Weltmarkt, und das gibt es eben für immer weniger Leute, die Konkurrenz Weltmarkt unmittelbar geworden ist. Und dann da möchte ich auch nochmal zurück zum Ausgangspunkt zur Klassenfrage. Ein Stück weit auch die Anrufung der Klasse als Instanz. Erstens eine Gegenbewegung natürlich auf diese Entwicklung, ist gleichzeitig aber auch so eine Art Übersprungshandlung, dass man eigentlich diese Atomisierung der Gesellschaft, die Ausgangspunkt wäre für jede Reflexion, wie kommt man eigentlich da raus, wie kommt man zu wirklichen kollektiven Formen, übersprungen wird durch die Anrufung einer besseren Vergangenheit, die man schon mal hatte und wo das Wort Klasse dann zum Unterpfand wird, dass da objektiv doch irgendwie was da ist, was die Leute zusammenbringt. Und das Objektive bringt sie aber nicht zusammen, sondern das trennt sie. Und das eben aus der nachvollziehbaren, drängenden Was-tun-Frage, die uns ja auch treibt, dann und den eben mangelnden Antworten. Und wir haben auch kein Programm jetzt, dass wir sagen, so muss es gehen. Wobei wir glauben, wir haben ein paar. Ich kann ein bisschen was sagen, wie es in welche Richtung es kommt. Aber daraus resultiert dann oft auch eine Rückwärtsgewandtheit. Es war doch mal früher, ja, da gab es doch mal einen Klassenkampf und da war doch die Linke stärker und da haben die Kapitalisten Angst gehabt. Das geht bis hin dazu, jedenfalls nach meiner Beobachtung, bis hin zum Teil einer wirklich sehr problematischen Renaissance des Realsozialismus unter manchen Linken, die auf einmal DDR und Co. anfangen, in einem rosigen Licht zu sehen, vor dem ich nur warnen kann. Das hat damit zu tun, glauben wir, dass eben man sich nicht vorstellen kann, wie es nach vorne rausgeht, und dann wird man nostalgisch. Dann kommt die Arbeiterklasse und ach, die DDR war vielleicht doch nicht so schlecht, und das ist kein Weg nach vorne. Da ist die Wirkungslosigkeit und die Niederlage eigentlich vorprogrammiert.
Ja, wahrscheinlich ist durch die, wir können ja vielleicht auch noch die aktuelle Rolle der Lohnarbeit sprechen, ja. Also wie sie sich heutzutage gestaltet im Zuge der Globalisierung und des Finanzmarktkapitalismus und wie das auf die Individuen abfärbt. Also kann man das sagen, dass der Konkurrenzkampf verschärft worden ist und sich diese Subjekte entsprechend auch verhärten? Also man kann ja in Europa auch einen wachsenden Rechtsruck in allen, fast allen Nationen erleben. Wie wären da eure Ideen? Eine Verschärfung hat man auf alle Fälle und sie hat auch insofern, ist es nicht nur eine Verschärfung, sondern auch eine neue Qualität, als eben diese kollektiven Interessenvertretungen eine geringere Rolle spielen als in früheren Epochen, dass der eben als Einzelner dann auch dem Weltmarkt gegenüberstehst oder der in dieser Konkurrenzsituation drinsteckst, also so eine Atomisierung der Konkurrenz. Und das passt eigentlich auch durchaus, weil du ja jetzt auch auf Rechtspopulismus zu sprechen gekommen bist oder neoautoritäre Strömungen, die sind ja so eine, auch wieder eine Reaktionsbildung auf diese Situation, indem man eben eine Gemeinschaftlichkeit anruft, aber eine, die auch wieder wunderbar passt, sich in der Praxis möglichst brutal zu verhalten und die eben auch eine rein imaginäre Überwindung dieser Vereinzelung anstrebt und auch quasi die ideologische Seite dazu ist. Das war Nation im Übrigen schon immer, aber ihr Renaissance hat halt auch was damit zu tun, dass diese Art von Kollektivität dann natürlich oder Anrufung von Kollektivität in so einer Situation, wo die Schattenzeiten eines Vereinzelungs- und Individualisierungsprozesses sich schärfer zeigen als früher und auch mehr zum Problem werden, also anders als, was weiß ich, in der Hochzeit des Neoliberalismus, wo eben das ja noch sehr positiv gesehen würde, dass das dann eben diese identitätspolitische Wendung nimmt. Und diese identitätspolitische Wende, die korrespondiert natürlich auch mit dem Interesse, um nochmal das Klasseninteresse zu kommen, dem Klasseninteresse derer, die ihre Arbeitskraft verkaufen wollen, dann ist doch klar, wenn die ganzen Ausländer draußen sind, dann ist meine Chance größer, meine Arbeitskraft zu verkaufen. Das ist doch klar, da gibt es einen Zusammenhang. Auch das ist, glaube ich, ein sehr deutlicher Hinweis darauf, dass man nicht einfach glauben kann, aus der Interessenlage der Arbeitskraftverkäufer erwarten zu wollen, dass der Kapitalismus gesprengt wird. Und wir versuchen das eben dann auch anhand dreier konkreter Beispiele, die konkreter Themen, die diskutiert werden, das ein bisschen im Einzelnen aufzuschlüsseln. Also das ist die Wohnungsfrage, die Frage nach der Arbeitszeit und die Klimafrage. Und wir bilden uns ein, bei all den drei Fragen eigentlich nachweisen zu können, dass eine Position, die sich auf das Interesse der Arbeiterklasse zurückzieht, da eigentlich wenig bis gar nichts bis sogar Kontraproduktives bewegen kann und deswegen diese Konflikte aber dringend notwendig sind, aber das auf einer anderen Grundlage passieren muss, wenn es erfolgreich sein will, als auf der Grundlage des Interesses der Arbeiterklasse. Das werden wir nachher ein bisschen versuchen zu explizieren. Ich bin mal gespannt, wie die Diskussion wird. Ja. Können wir das vielleicht an der Klimathematik kursorisch vielleicht als Beispiel herausnehmen? Also da findet ja auch momentan auch, wir haben ja freitags sehr viele Demonstrierenden und dort erlebt man ja, dass viele Tausende die Politik anklagen, tut doch etwas und es passiert nichts, obwohl ja eben sehr viele demonstrieren und auch sinnvolle Forderungen haben. Aber es scheint sich nicht viel zu rühren. Was vielleicht auch was damit zu tun hat, dass eben die Gesetzmäßigkeiten unserer Gesellschaft der Kapitalbewertung das nicht zulassen, dass man da großartig was an der Überproduktion rührt, die ja sowas wie den Klimawandel überhaupt erst möglich gemacht hat. Also wer in der Braunkohleproduktion seinen Lebensunterhalt verdient, der
ist daran interessiert, dass es weitergeht. Und wer seinen Lebensunterhalt damit verdient, dass Daimler, VW, BMW die Welt zuschütten mit Autos ohne Ende, der ist daran interessiert, dass es so weitergeht. Er muss daran interessiert sein. Obwohl er ja auf der intellektuellen Ebene, und das tun ja viele, durchaus einsehen kann, dass es eigentlich so nicht weitergeht. Und, aber da sind wir bei dem Punkt ganz deutlich, dass eben Klimaschutz und Klasseninteresse derjenigen, die ihre Arbeitskraft verkaufen wollen, das geht nicht zusammen. Das geht nicht zusammen. Oder eben nur unter dem Phantasma eines grünen Kapitalismus. Das wird da natürlich als Rückzugspunkt auch genommen, beziehungsweise es gibt eigentlich zwei Verarbeitungsformen. Die eine ist eine zynische, dass man eben, was interessiert uns, der Untergang der Welt, müssen unser Häusle abzahlen. Und damit eben Affirmation natürlich des eigenen Arbeitsplatzes. Und das andere ist eben diese Versöhnbarkeit einfach zu proklamieren von Ökonomie und Ökologie, wie es auch die offizielle Politik macht. Und das ist aber halt eine ganz Engführung der ökologischen Frage auf angeblich mögliche technologische Lösungen. Alle technologischen Vorschläge und Entwicklungen gibt es zum Teil ja wirklich tolle, aber die werden sozusagen von der kapitalistischen Dynamik immer wieder kaputt gemacht. Das ist ja das Problem. Und da ist übrigens dann auch, jetzt haben wir die eine Seite, diese Beschränktheit des Klasseninteresses, die andere Seite ist die Beschränktheit auch von so sympathischen Bewegungen wie zum Beispiel Fridays for Future, die ja dann immer nur sagen, hört auf die Wissenschaft, da ist ja auch was dran. Ja, also Wissenschaftler bringen ja auch viel Vernünftiges. Aber die dann dabei, solange sie dabei stehen bleiben, eben auch nur diese Kritik beschränkt sein kann und nicht sehr viel Wirkung entfalten kann. Das sieht man daran, weil die VertreterInnen von Fridays for Future, wenn sie mit der Frage der Arbeitsplätze konfrontiert werden, prallen sie immer gegen eine Gummiband. Also, ihr seid mir sehr sympathisch und ich stimme euch zu, eigentlich habt ihr recht, aber sagt mir doch mal bitte, wovon ich leben soll, wenn nicht mehr so viele Autos produziert werden. Und deswegen, und das ist die Schwäche, und deswegen müsste eine Klimaschutzbewegung, wäre dringend darauf angewiesen, auch eine wirkliche Kapitalismuskritik zu entwickeln, das System selbst. Und das sehe ich übrigens nur ein Teil. Also, ich sehe in dieser Fridays for Future Bewegung jedenfalls mehr Offenheit, systemische Fragen zu diskutieren, als in vielen anderen Bewegungen. Da glaube ich, dass eine vernünftige Kapitalismuskritik Chancen hat und hätte, sich in dieser neuen, allerneuesten Klimaschutzbewegung so etwas mehr zu verbreiten. Ich behaupte auch, da gibt es schon Anfänge. Spätestens dann, wenn sie auseinanderfällt. Ja, naja, gut, das ist aber ein anderes Thema. Ja. Weil die in der Form ja auch nicht auf Dauer existieren kann. Das ist eine rein an die Politik appellierende Bewegung. Die Klügeren wissen das auch schon. Und dann, also im Moment ist davon auszugehen, dass die Grünen als Partei wahrscheinlich in Deutschland, dem in nicht allzu ferner Zukunft, wahrscheinlich eine wesentlich größere politische Verantwortung haben werden. Und ihr zentrales Versprechen ist ja die ökologische Marktwirtschaft, dass das geht. Und sie werden, dazu gehört glaube ich nicht viel Fantasie, sie werden mit diesem Versprechen scheitern. Und sie werden ihre Anhängerschaft, die ja im Moment wächst und wahrscheinlich noch weiter wächst, vermutlich früher, ziemlich bitter enttäuschen müssen. Nicht, weil sie böse sind, sondern weil ökologischer Kapitalismus nicht geht. Und schon aus dem Grund stellt sich die Frage, Verbreitung wirklicher, fundierter Kapitalismuskritik, damit diese Ökobewegungen nicht kollabieren im Frust, sondern einen neuen Drive kriegen, damit die Systemfrage gestellt wird. Also die Frage, kann man diesen Drive entwickeln, wenn die Atomisierung wächst und die
also auch die Zeit sozusagen immer weniger wird. Das ist, ja. Die Arbeit intensiviert sich ja permanent, wird permanent ausgeweitet, die Menschen sind erschöpft nach der Freizeit. Da nochmal den Marx aufzuschlagen und zu sagen, jetzt lese ich mir mal den wahren Fetischismus durch. Oder deswegen machen wir ja unsere Vorträge, ist doch ganz einfach. Ja, die Frage ist natürlich völlig berechtigt. Ist richtig, die Frage. Also wenn man Linksein so hat, dass das eben als eine Zusatzanforderung kommt, du fristest dein tägliches Leben eben in diesen allgemeinen Überlebenskampf und nach Feierabend rettest noch die Welt, so geht es nicht. Ja, das ist von vornherein klar. Also eine Bewegung muss, damit sie überhaupt existieren kann, oder eine Kapitalismuskritik, die den Namen verdient, auch Spielräume für die Menschen selber eröffnen im Kampf bereits, also auch unmittelbare, übersetzbare. Und da ist natürlich auch ein Verbindungsglied, erstens von der Sache, aber eben auch von der dieser Frage der persönlichen Ressourcen, Lothars Lieblingsthema, der Kampf um Arbeitszeit, was ja auch Kampf um Lebenszeit, Kampf um... Es war nicht 30 Stunden, wo es ein wenig radikaler Arbeitszeit wäre, als um den Grunde auch möglich wäre, wenn man das technische Potenzial und Wissenschaftspotenzial betrachtet, das wir haben. Das wäre sozusagen auch eine Inspirationsquelle dann für Fridays for Future, wenn die Protestierenden jetzt freitags den Eindruck haben, die Politik reagiert nicht, dann müssen die Streiks eben ausgeweitet werden und am besten die Eltern auch mit dabei in der Lohnarbeit selbst streiken und ihnen den ganzen Namen eher Nachdruck war. Ja, man kann eben auch eine inhaltliche Brücke schlagen zwischen diesen Forderungen. Man muss eben, wenn man eine Lösung der ökologischen Frage wirklich finden will, muss die beinhalten, dass einfach weniger produziert wird und weniger durch die Gegend gefahren wird, dass diese Produktions- und Lebensweise in Frage gestellt wird und das impliziert, dass man die Reproduktion vom Arbeiten müssen ablöst. Das geht nicht auf der Grundlage einer Arbeitsgesellschaft. Also im Augenblick haben wir ja quasi das Problem, dass sich die verschiedenen Widersprüche gegenseitig stützen, oder die Säulen einer einbrechenden, zusammenbrechenden Gesellschaft. Und alles gegeneinander ausgespielt werden kann. Wir müssen diese Logik umdrehen können. Und das kann man eigentlich nur von der Position, die Kapitalismus radikal kritisiert, aber eben von einem anderen Standpunkt als jetzt Anrufung einer Klasse, sondern inhaltlich und auch da inhaltlich diese Brücken zwischen Teilbewegungen dann schlagen kann. Also der Kampf um Klimaschutz und der Kampf um radikale Arbeitszeitverkürzung müssen zusammenkommen. Und dann würde enorme Potenziale freisetzen. Und nun gibt es die Klimaschutzbewegung, ist im Moment stark und das ist ein Hoffnungszeichen, aber sie hat genannt wie die Schwächen. Der Kampf um Arbeitszeitverkürzung war ja lange tot nach der 35-Stunden-Woche 80er Jahre. Es entwickelt sich in allerjüngster Zeit wieder ein bisschen mehr innerhalb der Gewerkschaften in die Richtung, was schön ist, aber es reicht natürlich noch nicht. Aber es liegt auf der Hand, dass wir radikale Arbeitszeitverkürzung brauchen und die auch machen können. Die Technologie gibt es her, Digitalisierung und die Roboter werden immer besser, wir sollen immer länger arbeiten, das ist ja eine solche absurde Systemlogik, dass doch zunehmend mehr Menschen das verstehen und dazu kommt, dass viele, also nicht alle Menschen, aber doch sehr viele Menschen unter ihrer Arbeit leiden, unter der Länge ihrer Arbeit auch und einfach so, also raus aus der Mühle ist ein Standardspruch, ältere Arbeitnehmer und Jüngere wollen nicht rein in die Mühle, also es gibt auch auf der subjektiven Ebene Ansatzpunkte, dass vielleicht doch so eine Bewegung entstehen könnte. Und wenn eine Bewegung radikale Arbeitszeitverkürzung und Bewegung Klimaschutz zusammenkommt, darin legt, das wäre was völlig Neues und darin lege ich meine Kraft. Also ich habe, es gibt ja Vorstellungen, davon habe ich schon mal geschrieben kurz, also der autoritäre Charakter in der kritischen Theorie, der, also so habe ich das verstanden, interpretiert, dass eben da ein Zusammenhang mit der Kapitalakkumulation besteht. Also je mehr die Arbeitskraft durch das Subjekt verausgabt wird, desto stärker werden auch lebendige Anteile im Subjekt reduziert durch diese Verausgabung. Und das führt dazu, dass es eben versteinert, verhärtet und die Fantasie lässt nach,
aber auch Kreativität und auch die Intellektualität, Reflexionsfähigkeit, also der Blick über den Horizont der jetzigen Gesellschaft fällt dadurch schwerer, je länger man eben Lohnarbeiter ist und daran aufgeht. Und wahrscheinlich wäre das auch ein mögliches Mittel, wenn man die Arbeitszeit reduziert, zum Beispiel gegen den Rechtsradikalismus ein Mittel zu haben. Wenn wir weniger arbeiten, können wir auch eher, also haben wir wahrscheinlich eher die Chance, Menschen zu finden, die ja Fantasie haben und auf Menschen zugehen können und ja, schlicht und ergreifend auch die Dummheit darin erkennen. Geburtsberufen und so weiter. Weniger arbeiten müssen, hieß in erster Linie schon mal mehr Zeit zum Nachdenken zu haben. Auf einer ganz einfachen Ebene schon das. Ja. Und dann natürlich viel mehr Möglichkeiten macht, gar keine Frage. Und wie gesagt, es gibt eben das. Es ist, ich glaube, ein Kampf um radikale Arbeitszeitverkürzung muss nicht ewig ein frommer Wunsch bleiben, weil ich sehe, dass viele Leute unter ihrer Arbeit leiden. Und grundsätzlich hast du recht, je länger man in der Maschine ist, umso größer wird der Anteil derer, der irgendwie, soll man sagen, resigniert oder sich nichts anderes mehr vorstellen kann. Aber unter Jüngeren ist erst nochmal mehr Widerstand, im Schnitt mehr Widerständigkeit da. Sieht man aber am Fridays for Future, ist es die Jugend, die da rebelliert. Genau, also es ist jetzt nicht so der Rentner, der da jetzt massenhaft steht. Jetzt sind wir dabei. Das schließen sich auch viele an natürlich. Alle Männer, die alten 68er, sich freuen, dass die Jungen jetzt endlich wieder aufstehen. Ja. Naja, aber klar, es ist wirklich so. Es ist bei den je länger man in der Maschine drin ist, umso geringer wird der Anteil derer, die. Das sind dann die, die den Jungen sagen, komm, hör auf mit deinen Flaus, das war doch schon die Masse. Also sozusagen ein Mittel gegen diese ganzen falschen Sehnsüchte wäre einfach Kapitalismuskritik. Wobei da, muss man auch sagen, ist ein weites Feld. Ne? Also man streitet sich ja sehr stark darum, wie kritisiert man den Kapitalismus sinnvoll. Das ist ja ein. Das war ja schon zu Marx Lebzeiten ein riesiges Problem. Ja, wobei, wenn wir von Kapitalismuskritik reden, dann haben wir natürlich ein spezifisches Auge, also die tatsächlich Lohnarbeit und Warenform in erster Linie thematisiert und kritisiert. Also für uns ist irgendwie die zentrale Konfliktlinie unserer Epoche die Frage, was ist Ware? Also soll unser Reichtum Warenform haben? Oder geht es um die Erfüllung von Bedürfnissen? Und an der ist relativ simplen Fragestellung, da lässt sich relativ viel, wenn man analytisch ein bisschen aufgerüstet ist, hochziehen. Was ist die Reichtumsform? Die alte, die alte und gescheiterte Linke, die hat sie, wenn sie das Revolutionärste, was sie hervorbringen konnte, war die Frage nach dem Eigentum. Die Eigentum und die Macht ist die entscheidende Frage. Und wir werden überhaupt nicht das negieren wollen, dass Eigentum, dass die Frage nach Eigentum und Macht auch in sozialen Bewegungen heute gestellt werden muss. Aber sie muss eingebettet sein in eine ganz andere Frage. Und das, die muss man erkennen. Das ist genau das, was der Ernst jetzt gesagt hat, dass man nämlich zwischen dem abstrakten Reichtum der Warenproduktion unterscheiden muss und dem stofflichen Reichtum, den wir eigentlich wirklich zum Leben brauchen. Also stofflich ist Nahrung, Kleidung, Essen, Gebäude, Wissenschaft und so weiter. Das brauchen wir wirklich im Leben. Aber die abstrakte Reichtumsproduktion, der Kapitalverwertung, die nur aus mehr Geld muss mehr Geld werden, es muss wachsen, es muss maximal funktionieren, maximal. Das gilt zu unterscheiden. Es gibt zweierlei an Reichtum. Und wir brauchen eine gesellschaftliche Organisation um den stofflichen Reichtum herum und weg aus der abstrakten Reichtumsproduktion des Werts. Das wäre, glaube ich, der neue Gedanke, der sich verbreiten müsste. Was wäre eine vernünftigere Kapitalismuskritik auf der Höhe der Zeit? Stofflicher Reichtum. Wir wollen eine Gesellschaft, die sich um den stofflichen, um die Organisierung des stofflichen Reichtums dreht und die Herrschaft, unser Beherrschtsein durch die abstrakte Reichtumsproduktion hinter sich lässt.
ist die Frage, wie man das bewerkstelligt. Ja. Und wie? Ja. Man muss das erstmal aufs Papier bringen und dann muss man prüfen, ob es tatsächlich, ob es steht, ob es funktioniert. Naja, es ist halt gekoppelt auch an eine Neuorganisierung von gesellschaftlichen Beziehungen. Also das ist eben eigentlich eine projektete Neuvergesellschaftung. Da kommt eben der subjektive Faktor rein, beziehungsweise eben die Verfasstheit der Menschen. Das ist auch, wie soll man sagen, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Also, solange eben die selbstverständlich ist, wir müssen in einer warenproduzierenden Gesellschaft über die Runden kommen, solange sind wir Vereinzelte, solange werden wir auseinandergetrieben, solange wir uns auseinandertreiben, kann man nicht aus dieser, bleiben wir eben unterworfen. Und, es ist ja so, Sam, wir sind ja nicht am Anfang. Ich habe vorhin. Ja, ich glaube, es gibt eine wachsende Anzahl von Menschen, die sich wirklich Gedanken machen, die sehen, so kann es nicht weitergehen. Also, dass der ganze Laden irgendwie an die Wand fahren muss, das ist fast so was wie zum Allgemeingut geworden. Und es gibt eine wachsende Anzahl von Menschen, die sich Gedanken machen, und zwar auch Gedanken machen darüber, dass eigentlich die Art und Weise, wie wir wirtschaften, das Problem ist, dass man anders wirtschaften muss. Da jedenfalls mehr Leute als früher. Man sieht es auch an der Karriere des Begriffs Antikapitalismus. Also vor Jahrzehnten, wenn du da was gegen Kapitalismus gesagt hast, warst du schon als Agent Ost-Berlins entlarvt. Das hat sich geändert heute. Es sind ganz viele Menschen gegen Kapitalismus. Das ist ja erstmal nicht schlecht. Aber die haben halt zu wenig verstanden vom Kapital, was eigentlich Kapitalismus ist. Und ja, dann, das wäre ein Ansatz. Wenn jetzt solche Bewegungen, ich nenne es nur noch mal ein paar, Gemeinwohlökonomie, solidarische Landwirtschaft, Mietshäuser-Syndikat. Es ist ja, es gibt durchaus Bewegungen. Wenn in diesen Bewegungen eine radikale, im guten Wortsinn, reflektierte Kapitalismuskritik, die die Reichtumsform in den Mittelpunkt stellt, mehr verbreitet würde, dann wäre das ein, also das ist das, was wir uns einbilden, leisten zu können. Das ist aber noch nicht das, die Aufhebungsbewegung selbst. Aber das wäre die Rolle, die Kritik und Theorie spielen können in einer Aufhebungsbewegung. Ja, sieht auch dann einen der Hauptpunkte, die Vermittlung der Kritik. Also ja, wenn wir davon sprechen, dass die meisten Arbeitnehmer, wie man sie so nennt, also die ja, Arbeitskraftbehälter, wenn die immer weniger Zeit haben, also immer weniger Freizeit und Nerven haben, wie sollen sie dann entsprechend eine, ja, wie sagt man, fundierte Kritik an der Gesellschaft entwickeln. Das, da müssen sehr wenige Intellektuelle eine sehr gute Vermittlungsleistung vollbringen, damit das irgendwie für jemanden, der noch nie sich da eingelesen hat, dass er das sofort oder relativ schnell versteht. Klar, es gibt immer so eine diffuses Unbehagen gegenüber der Arbeit, aber man denkt, das wird dann eben idealisiert teilweise, man muss eben Leistung bringen und wenn man Leistungsträger ist, wunderbar. Die wenigsten kommen ja dann zu dieser Konkretion, wieso ist Lohnarbeit eigentlich so schrecklich und warum, also diese Zweifel finden dann oft nicht den Nährboden, dass es dann weitergeht. Ja. Das ist irgendwie ja, die besondere Krux dann. Also individuelle Lösungen sind jetzt keine Lösungen, aber es gibt auch individuelle Schritte, die hilfreich sein können. Zum Beispiel einfach die individuelle Reduktion von Arbeitszeit. Und das kann nicht jeder und jede, aber das nehme ich auch wahr, dass es doch eine wachsende Anzahl von Menschen macht und sich dann so einrichtet, auch mit Geldverlust. Wie gesagt, das kann nicht jeder, aber da, auch das wäre schon ein Anfang, wenn ich halt 25 Stunden der Woche arbeite und nicht mehr 45, dann habe ich einfach mehr Zeit, um mal ein bisschen vielleicht mal mich mehr mit den Themen zu befassen. Auch das wäre, das ist alles nicht die große Antwort, aber auch das, ich verfolge das mit Sympathie, dass nicht wenige Leute ihre Arbeitszeit runterfahren und gucken, wie sie es hinkriegen.